Boris Herrmann ist schon wieder auf dem Weg. Eine ganz normale Ankunft in Hamburg. Welch Kontrast zur emotionalen Rückkehr vor fast genau einem Jahr. 12 Monate, in denen sich für den Solo-Weltumsegler diese Welt mächtig weitergedreht hat. Seine umjubelte Zieldurchfahrt als Fünfter bei der härtesten Segelregatta der Welt, der Vendée Globe, stellt keinen Endpunkt dar, sondern Startpunkt für neue Segelabenteuer. Das ist wie bei einer Geburt. Währenddessen oder kurz danach sagt man, das macht man nie wieder. Und irgendwie haben viele Menschen natürlich doch noch mal ein zweites Kind. Und ich glaube, so ähnlich ist das mit der Vendée Globe. Das ist wirklich so ein Paradox. Man erinnert sich einfach nicht mehr an die unangenehmen Momente. Und in der Erinnerung verschiebt sich die Proportion vom Leid und den schönen Dingen und schönen Momenten und Erlebnissen. Und wenn du über die Ziellinie fährst, ist das wie eine Betäubungsspritze. Dann hast du allen Schmerz vergessen. Und dann will man nichts anderes als das wieder zu. Ach, dann fahren wir doch einfach noch mal mit. Oder besser gesagt, fliegen. Faszination Segelsport und mittendrin einer, der die Menschen zu Hause auf dem Sofa abholt, emotional ehrlich zwischen Einsamkeit und Euphorie. Jedes Problem, was man hat, ist eine kleine Kerbe ins Selbstbewusstsein, eine kleine Kerbe in die Zuversicht, Vertrauen ins Schiff. Aber wir sind im Moment nicht zimperlich. Ich segel hier mit 100% in diesem Sturmtief, mit bis zu 27 Knoten Bootspeed manchmal und mit vollen Segeln, die für diese Bedingungen vorgesehen sind. Ja, ich gucke immer wieder ängstlich nach oben, aber das muss ich versuchen auszublenden, so wie vieles andere, wie den Lärm, wie die Schläge, wie die Einsamkeit. Tja, und vieles andere, den unkontrollierbaren Wind auch. Dear Wind God, send me some wind. Now, here to the boat. Wind, proper wind. Ich freue mich natürlich, dass wir es irgendwie geschafft haben, eine Geschichte zu erzählen, die mehr ist als nur Wettkampf und Sport. Und ich glaube, dass es einfach in der Corona-Winterzeit im vergangenen Winter ja so ein bisschen so ein Fenster in die Welt war, Fernweh, Inspiration, Selbstverwirklichung und diese Aspekte, die in dieser Geschichte vielleicht noch drinstecken. Seitdem surft Boris Herrmann auf einer Erfolgswelle. Die Attraktion auf der Kieler Woche, nebenbei erfolgreicher Buchautor. Der 40 Jahre alte Oldenburger will seine neu gewonnene Popularität für den Segelnachwuchs nutzen. Und zugleich geht es um viel, viel mehr als nur Backbord oder Steuerbord. Die Weltmeere und ihre Rolle beim Klimaschutz verstehen und lieben lernen. Von Bord seines Hightech-Boliden hatte Boris Herrmann seltene Erkenntnisse zum Klimawandel geliefert. CO2-Analysen aus allen Ozeanen, Forschungsbojen an Stellen, die sonst niemand erreicht. Das Bildungsprogramm My Ocean Challenge mit seiner Frau Birte als treibende Kraft will den Kids erklären, wie wunderbar die Meere sind. Finden Sie es verrückt, was Sie machen? Vor allem, wenn man sich vorstellt, wie lange ich hier alleine bin und dass man einmal ganz um die Welt segelt, ist schon total verrückt irgendwie. Je nach Blickwinkel erscheint das Projekt deutlich wichtiger als der knapp verpasste Vendée Globe Podiumsplatz. Ein guter Grund, dieses Rennen nochmal anzugehen. Und dafür auch ein Jahr danach im Trockendock im Hamburger Büro zu arbeiten. Boris ist ein absolut ideenreicher Mensch, der viele Fragen mitbringt und ganz viel Interesse mitbringt und natürlich auch durch seine ganze Kampagne boostert, dass es auch wirklich an die Welt geht und dass es hinausgeht und nicht nur bei uns bleibt. Und für die Kinder ist es natürlich so, er ist ein Segelstar für die, aber ein Segelstar irgendwie zum Anfassen, der ein großes Abenteuer erlebt und die Bilder sind faszinierend, er heizt um die Welt und die Kinder finden das einfach cool. Wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich bleibe zu Hause, ich mache nichts mehr, ich baue kein Schiff, ich gehe nicht mehr segeln,
dann kann ich auch keine Geschichte mehr erzählen und auch nicht mehr auf Klimawandel hinweisen. Also insofern ist da sozusagen ein Gegensatz. Und meine Botschaft ist ja nicht, wir müssen alle aufhören und zu Hause bleiben sofort, sondern ich bin eigentlich der Meinung und der Hoffnung, dass wir technologische Lösungen finden für die Klimakrise. Die müssen wir finden. Wir können nicht zurück in die Steinzeit. Bootsbau, Hightech-Wunderland, noch hochgeheim. Segeln, die Formel 1 auf dem Wasser. Das Wettrüsten ist im vollen Gange. Die Konkurrenz soll keine Erkenntnisse über die neuartige Schiffsform sammeln können. Natürlich ist das auch ein technologischer Wettbewerb, was das Design der Schiffe angeht. Wer hat die beste Intuition und die beste Lösung? Und deswegen halten wir jetzt die exakte Rumpfform erstmal geheim. Und irgendwann, wenn das Schiff dann ins Wasser gesetzt wird, dann kommen alle mit ihren Kameras und fotografieren das. Deutsches Know-how nutzen, um seine Emotionen und Leidenschaft in eine hochmoderne Form zu gießen. Erstmals bekommt das Deck eines solchen Boliden für die Vendée Globe das Siegel Made in Germany. Das Ungetüm macht sich auf die Reise ins Mutterland der Vendée Globe. Es hat ein bisschen was von Formel 1, dass wir ganz viele Ingenieure haben, Techniker, Yachtarchitekten, aber auch Software-Spezialisten, die das versuchen zu simulieren, wie so eine Rumpfform durch die Welle durchfährt. Also insgesamt haben wir so ein Netzwerk von 200 Leuten, die regelmäßig involviert sind in diesen 12-monatigen Designprozess. Und das hat ein bisschen was von Formel 1. Nur bei der Formel 1 sind es dann natürlich 1000 Ingenieure und bei uns sind es vielleicht 200. That looks pretty cool, doesn't it? Beim Bau der Imoca, diesen Einrumpf-Segeljachten von etwa 18 Metern Länge, ist Frankreich federführend. In der Bretagne findet der deutsche Carbondeckel seinen französischen Topf. Den so geheimen Rumpf, so neuartig konzipiert, um den Urgewalten besser trotzen zu können. Im Leben baut man vielleicht nur einmal ein neues Schiff, wirklich nach den eigenen Vorstellungen. Und die kommen aus dem letzten Vendée Globe, aus der Erfahrung im Südmeer, dass meine Rennmaschine dort überhaupt nicht so funktionierte, wie sie sollte. Sie ist nicht auf ihrem Foil über die Wellen geschwebt, sondern alle 10 Meter so ungefähr mit der Nase in die Wellen eingestochen, hat abgebremst, dann wieder beschleunigt. Und der Fokus bei dem Design des neuen Schiffes lag darauf, dieses Problem zu verbessern. Der Rumpf ist runder und der Bug geht vorne hoch wie so ein Keil, sodass, wenn wir gegen die Wellen fahren, dass das Schiff dann wirklich nach oben gedrückt wird. Stunden, Wochen, monatelanges Feilen an Details. Boris Herrmann hatte sich schon im Vorfeld seiner Vendée Globe-Premiere als kleiner Technik-Nerd entpuppt. Hochkomplex, alles eine Frage von höherer Physik und Mathematik in Sitzungen, Sitzungen, Sitzungen. Nichts soll dem Zufall überlassen werden. Teammanagerin Holly Kova und ihre immer größer werdende Crew haben fleißig Daten gesammelt. Die Erfahrungen aus der letzten Weltumsegelung fließen ins Projekt. In 3D-Animationen lässt sich schon mal erträumen, wie er wohl im neuen Schiff durch die tosenden Fluten pflügt. Er ist sehr fokussiert geblieben, hat sich sofort in die neue Kampagne gestürzt, ist eingetaucht ins neue Design des neuen Bootes. Er hat nicht viel freie Zeit gehabt seit dem Ende der Vendée Globe, aber er hat sich auch nicht verändert, in meinen Augen. Der Blick des Seglers spielt eine ganz entscheidende Rolle. Und wir treffen jetzt Entscheidungen, dass wir das Boot runder machen. In jeder Computersimulation sind wir damit per se erstmal langsamer. Das heißt, die Computermodelle haben eine Schwäche zu verstehen, wie diese Boote wirklich durch die Wellen segeln. Kap Hoorn, mystische Felsenspitze am südlichen Ende der Welt. Das Segeln drumherum eine der größten Herausforderungen und für Boris Herrmann Anfang Januar 2021 die schwerste Prüfung. In der wilden See reißt das Großsegel. Verdammt noch mal, ich kann mein Großsegel nicht setzen. Ich hab's eingerissen beim Reffen. Die Reparatur aufwendig. Das gesamte Unternehmen hängt am seidenen Faden, sozusagen. Manchmal sind es ganz kleine Dinge, die über Wohl oder Weh entscheiden und über den Erfolg. Das war in dem Fall tatsächlich eine Nähnadel. Also ich hatte ein paar Nähnadeln abgebrochen und hatte jetzt die letzte oder vorletzte Nähnadel, um dieses Segel zu reparieren. Und ich wurde auf diesem Großbaum hin und her geschleudert, das Boot schaukelt und man versucht dann, ich kann ja nicht dieses Segel abnehmen und unter Deck bringen. Das Segel wiegt über 100 Kilo und ist 7 Meter lang. Dann denkt man in dem Moment, mein Gott, wenn ich jetzt wegen einer fehlenden Nähnadel das Rennen nicht beenden kann, das wäre extrem dramatisch. Da wirkt die Auswahl der Segelfarbe
wie ein lustiges Gimmick. Der Rest Tüftelei mit Computeranimationen. Die meiste Arbeit ist die Analyse der Daten. Wir werden vermutlich die Segel verstärken müssen. Jeder hat gesehen, dass wir bei der vergangenen Vendée Globe einige Probleme mit den Segeln hatten. Denn diese Langstreckenreisen in 80 Tagen einmal um die Welt mit dieser kleinen Segelauswahl ist halt auch ein ganz anderer Schnack als die kürzeren Atlantikrennen. Die gute alte Sea Explorer, nach dem Zusammenstoß mit einem Fischkutter kurz vorm Ziel in der Biscaya doch arg ramponiert, hat für den Deutschen ausgedient und repariert, doch eine Neugeburt erlebt. Romain Attanasio hat das Schiff übernommen. Der Franzose und sein Partner sind nach kurzer Einweisung durch Boris Herrmann damit beim Transatlantikrennen Jacques Vabre Siebte geworden. Ein Rennen, das der Deutsche bewusst ausgelassen hat. Sein Fokus liegt auf dem Ocean Race, dem Königsrennen des Crew-Segelns im Januar 2023. Fernziel natürlich der Solo-Trip bei der Vendée Globe 2024. Erstmals wird damit ein Skipper bei zwei der wichtigsten Hochseeregatten nacheinander segeln. Ein spektakulärer Doppelschlag mit der dann neuen Sea Explorer. Das Ocean Race startet am 15. Januar 2023. Und das klingt noch so weit entfernt, ist aber ein harter Wettlauf gegen die Zeit, dahin zu kommen mit einem gut vorbereiteten Schiff. Das passt gerade so ganz gut. Und das ist ein Rennen, was um die Welt führt in Etappen mit Mannschaft. Und für mich die perfekte Vorbereitung fürs Vendée Globe. Wir haben dort eine lange Etappe von Kapstadt durch Südmeer, rund Kap Horn, zurück nach Brasilien. Also einmal quasi eine Antarktis-Umsegelung. Den längsten, schwierigsten Teil der Vendée Globe segeln wir dort schon einmal dann mit Mannschaft. Also mit anderen guten Leuten, von denen ich dann auch viel lernen kann. Bei der nächsten Vendée Globe-Ausgabe trifft der Wahlhamburger auf einen gebürtigen Hamburger. Jörg Riechers, 2017 Zweiter beim Mini-Transat, will mit Hilfe eines deutschen Bootsbauers voll elektrischer Luxusjachten im dritten Anlauf endlich an den Start. Im Februar beginnt die Bauphase seines Imoca-Schiffs in Portugal. Die Ziele setzt der in Westfrankreich lebende 53-Jährige vollmundig hoch. Ja, ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, ich möchte auf dem Podium das Rennen beenden. Das ist durchaus möglich. Wir haben ein super Boot, wir haben ein super Team. Insofern ist ein Podium das logische Ziel. Das ist nur positiv für unseren Sport. Mehr Aufmerksamkeit in Deutschland durch andere deutschsprachige Skipper. Hoffentlich gibt dies der Rennserie eine größere deutsche Note. Das wird aufregend zu beobachten. Einen ausländischen Sieger empfing der französische Start und Zielort Les Sables d'Olonne noch nie bei den neun bisherigen Auflagen der Weltumsegelung. Yannick Bestaven aus La Rochelle, der bislang letzte aus dieser Reihe. Ein Haudegen aber wird bei seiner fünften Vendée Globe-Teilnahme zum emotionalen König, Jean Le Cam. Ihm gelingt im tosenden Südmeer die spektakuläre Rettung des havarierten Landsmanns Kevin Escoffier. Le Cam, ein segelnder Nationalheld. Schier außerirdische Begegnung am anderen Ende der Welt. Fünf Boote innerhalb weniger Seemeilen, mehr als 24.000 Kilometer von daheim entfernt. Man ahnt, was dieses Treffen 37 Tage nach dem Start im Indischen Ozean für Boris Herrmann und die anderen vier bedeutet haben muss. 1, 2, 3, 4, 5 Bateau. Der Rest der Zeit nämlich allein mit Albatrossen und den so oft brutalen Naturgewalten einsam auf hoher See. Erstmal ist die Amplitude ganz stark zwischen den Empfindungen der schönen Momente und der Momente, wo man es verflucht, dort auf See zu sein, sich da abzumühen in der Kälte und Einsamkeit. Das ist ein Schmerz und das beeinträchtigt auch die Leistungsfähigkeit im Rennen. Denn es ist wirklich eine der schwersten Herausforderungen bei diesem Vendée Globe, diese Einsamkeit. Und da habe ich gedacht, ich gucke mir mal vielleicht jetzt in den nächsten 4 Jahren Literatur auch von Buddhisten an oder von wirklich verschiedenen Denkschulen, wo sie sich mit Einsamkeit auseinandersetzen. Denn in der Vergangenheit habe ich viel mit Coaching gearbeitet und es gibt ja ganz wenige Leute, die mal wirklich 3 Monate alleine waren. Ja, da gibt es ganz wenige, die dir sagen können,
ja, 3 Monate alleine, dann passiert das und das. Und so kann man sich darauf vorbereiten. Es war im Nachhinein doch einfach eine lange Zeit und auch zehrend für uns als Familie, das für so viele Monate durchzustehen. Und auch in der Vorbereitung, auch in der Nachbereitung natürlich, hat Boris viel Regeneration danach gebraucht. Also war wahrscheinlich die Zeit danach fast schwieriger als die Zeit, während er weg war, weil da war so vieles positiv und man hat irgendwie mitgefiebert und war irgendwie mittendrin. Und danach galt es aber, eine neue Kampagne aufzubauen, im normalen Leben erstmal wieder klarzukommen, nachdem man so lange allein war, und auch mit der psychischen Anstrengung, die das mitgebracht hat, erstmal wieder mit sich ins Reine zu kommen und wieder wirklich anzukommen. Eine Weile kann Boris Herrmann dieses Familienglück nun uneingeschränkt genießen. Gewissermaßen die Ruhe vor dem nächsten Sturm. Bevor er wieder seine Gefühle übers Wasser fliegen lässt und viele mitnimmt auf seiner Abenteuerreise. Almost done.